So. Hast du das Schaf endlich nach Hause gebracht? Ja. Beides die gleiche Farbe, weiß. Also jetzt habe ich drei. Ich habe die ja schon einmal jetzt vermehrt. Es ist dunkel. Ich bin Also gerade man in der kann sich Höhle, jetzt das dauert. Achso. Dann sag Bescheid, dann will ich mich dann erst hin. Okay. Oh, shit. Oioioi. Mist. Du dai, du dai. Hast du denn schon so tief gegraben? Ich bin hier in so einer Spalte reinmarschiert. Ne? Also ich habe oben war Wasser, ne? Das habe ich dann freigesetzt, Ja. dass das runterfließt. Bin so in die Spalte rein und hier unten ist, wie gesagt, jede Menge Ton, jede Menge von dem Stein hier. Man muss es nur abbauen. In der Ecke, wo ich jetzt abbaue gerade, wo der viele Ton auch ist, Ja. kommen zum Glück keine Monster oder kaum. Aber wenn ich in den anderen Ecken abbaue, werde ich nur angegriffen. Heute Nacht wird wieder ziemlich windig. Das hört sich über wie ein Wasser. Nein.
Ein Wasserzombie und Creeper. Oh, Aber da ich ist ja liege auch im noch. Bett. Okay. Auch wenn es mir nicht hilft, werde ich so gleich rausgeschmissen aus dem Bett. Weil dann heißt Monster, oder? Nö, nö. Bisschen liegen, okay. Nein, nein, wenn du einmal liegst und ein Monster kommt bei dir in der Nähe, ist, glaube ich, egal. Okay. Dann kann dich nur das Monster aus dem Bett schmeißen, Ja. wenn du sozusagen, wenn es an dich rankommt. Lalelu. Ich überlege, was man sonst immer arbeiten muss, um ein paar Tonklumpen zu haben, ne? Und ich habe es jetzt hier, wie gesagt, en masse. Ist doch gut für dich. Das dauert, bis du zu Hause bist, ne? Weil dann gehe ich mal ganz kurz ein stille Örtchen. Habe meine Arbeit gar nicht abgebrochen gerade. Ohne Spitzhacke geht es natürlich nicht weiter. Da kann ich noch ein bisschen Ton mitnehmen. Ich noch. So, bin wieder da. Wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir herrscht gerade Ruhe. Die Ruhe. Ich ruhe mich hier aus und kann nicht schlafen, weil mein Mucki die Nacht durchmacht. Ja, das muss man unbedingt versuchen, den Wassereimer mitzunehmen. Dann kann ich hier nämlich ein Dings fangen. Absolut. Ja. Absolut. Und zwar in Ja, Gelb. sind schon schöne Tiere. Gelbes. Sind schon schöne Tiere. Ich kann sie mal jemanden, der hat so, einige gehalten. Ich habe sie noch nie. Ich glaube, ich habe sie noch nie in Natura gesehen. Echt hübsch. Aber schade, dass die in der Natur so bedroht sind, ne? Also die großen, diese.
Ich krieg doch alles hin, ne? Autsch. Dass da so viele Arten sterben. Ja, die meisten Arten sterben, weil der Mensch das... Ey, das ist unfair vor der Haustür. Leck mich am Arsch. Was ist das denn vor der Haustür? Hast du da Billett. Creeper? Das ist genau mit den Wölfen, ne? Die können ja nichts dafür, wenn die nichts mehr zu fressen. Die sind wieder frei, weißt du, in die Natur geschickt worden. Aber was nicht bedacht worden ist, dass die da... Nein, die sind wieder, nicht mehr... die sind nicht wieder frei in Natura geschickt worden. Die sind aus der Region, wo die noch gelebt haben, wieder nach hier gekommen. Ne? Weil die sich verbreiten konnten wieder. Aber jetzt schreit der Mensch, oh weh, meine Schafe sind gefährdet. Ja, dann zäune die Schafe doch besser ein. Schütze die Schafe besser. Ja. Hat man vor hunderten Jahren auch gemacht. Ja. Ja, ist schön jetzt, ihr drei Spielkinder hier. Könnt ihr mich mal stehen lassen? Hey. Oh, ein Enderman. Lässt du mein Feld bitte in Ruhe? Ich hab auch vor der Tür Party. Party. Gott, nur nein, so haben wir nicht gewettet. Oh, das war knapp. Habe ich nichts gegessen gehabt? Mir ist das Huhn weggelaufen. Denn jetzt? Wölfe sind schon schöne Tiere. Sehen schön auf jeden Fall aus, ja. Das Hühnchen, ich sehe es. Ja. Okay, jetzt sehe ich. Was siehst du? Das Hühnchen. Ich weiß jetzt, wo es ist. Wo ist es denn? Unterm Dach. Und das meine ich wörtlich. Wenn es sich da wohlfühlt. Komm, Schäfchen. Naja, es fühlt sich auf jeden Fall so wohl, dass es Eier legt. Ja. Wenn dein Ei auf den Kopf fällt, dann... Oh. Na, erstmal kriegen die Schweine dann das Ei auf den Kopf. Die sind genau unter dem Hühnchen auf der Leiter. Die sind bescheuert, die Viecher. Ich geh jetzt nochmal ernten. Kartoffel ernten. Bei mir hier. Aber ja, jetzt. Jetzt habe ich vier Schafe. Blöp. Das fällt nämlich auch vergrößern. Solange ich noch nicht unterirdisch bauen kann. Wieso kannst du nicht unterirdisch bauen? Jetzt noch nicht. Ich habe ein Sandgebiet. Und unterirdisches Feld, ich weiß nicht. Ich bin ja immer noch dran, am ersten Haus zu bauen. Ich muss nur warten, bis die Schafe groß sind, bis ich genug Schafe habe. Die passende Farbe, also muss ich auch noch Blumen pflücken gehen. Und am besten noch eine Bootsamkeitsspitzhacke, falls ich ein Bienenkörbchen Bienenkorb, finde. Ja.
Wobei, eigentlich musst du nur wissen, wo ein Bienenkorb ist. Ja. Und ein- oder zweimal die Honigwaben rausnehmen und dann einen eigenen Bienenkorb machen. So, warte mal, was wollte ich denn? Ich wollte ja Braten essen. Essen, Braten da rein, die kann ich jetzt rausnehmen. Weizen rein. Ach komm. Hühner füttern. Hühnchen. Aber erstmal was essen. So. Ihr Stück. Eier einsammeln. Warte mal, ich gebe mal kurz mal im Chat was ein, ne? Eier, Ausrufezeichen 0. T, das könnten dann auch alle sehen, ne? Funktioniert doch Multi. Ja, habe ich gerade bei mir auch gemacht. Gerade so einen Link. Wi-Fi vergessen. Eben. So, hä? Da habe ich nur. Wie sind das dann da die Möhren? Ich habe nur eine Möhre. Ah, ich kann doch Möhren anlegen. Also muss ich noch eine Hacke neue machen. Dann vermehre ich natürlich auch die Möhrchen. Dann kann ich später die Schweinchen holen. Schweinchen kannst du auch mit Kartoffeln holen. Ja, ich weiß, aber einfach so halt. Wollte ich ja nur Schweinchen. darauf aufmerksam machen. Ja. So. Oin, oin, Muss ich warten, bis das Ton gebrannt habe. einen Möhrensalat machen wäre auch schön, ne? Hier. Der, wenn das gehen würde, ne? So ein Möhrchensalat. Da will ich einen Kartoffelsalat. Manche mögen es heiß. Ja, ich habe direkt vor meiner Tür eine Lavaquelle. Dann hast du jetzt einen Eimer Lava abgeschöpft. Ja, und in den Ofen reingetan. Ich bin da gerade Kartoffeln am Brennen. Kartoffeln am Backen da. Ja.